Grüß den Kleideln und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein möchte ich bedenken, die Wintersaison 2019-2020 nochmal durchgehen, meine Highlights aufzählen und ich werde im Hintergrund werde ich einfach immer die Clips laufen lassen und werde einfach ein bisschen so dazu erzählen. Also angefangen hat die ganze Geschichte genau da, wo ich gerade stehe. Das war im November, da kann ich mich noch gut erinnern. Oben vom vorigen Tag quasi sind ich und der Hauser in der Halle bei uns skaten gewesen. Und dann hat es so runtergefetzt und dann haben wir ausgemacht, dass wir am nächsten Tag, wenn es gut stehen hat, dass wir uns gleich die erste Chance da herbauen. Und dann haben wir uns die erste Chance da herbaut, wo ich gut stehe. Und dann habe ich meinen ersten Dreier auch gemacht, den habe ich so gestanden wie voriges Jahr auch nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich eh schon vom Jahresrückblick. Genau, dann haben wir da unsere ersten Sprünge gemacht. Das war's für November. Im Dezember ist uns auf der Schnee wieder weggeschmolzen daheim. Und dann sind wir einfach aufgegangen, weiter, Chemos heißt es dort, bei uns im Berg auf. Und dort haben wir eigentlich auch zu wenig Schnee gehabt, aber wir haben uns von Wald, haben uns irgendwelche Asteln und lauter so geklumpert, haben uns rausgezahlt, haben die oft auf einen Haufen geschmissen und einen Schnee draufgehauen. Und das haben wir halt oft als Schanzen benutzt. Da habe ich einen Dreier gestanden und dann wollte ich auch noch einen Fünfer probieren. Und bin, glaube ich, zweimal komplett eingefahren, einmal auch voll mit dem Kopf. Und dann haben wir im Dezember auch noch, waren wir das erste Mal Skifahren auf der Planei. Das war nach dem Ski-Opening, glaube ich, also einen Tag danach. Und da war der Superpark noch gar nicht aufgebaut, außer zwei Tubes, die waren neben, also wenn man neben vorbeifährt. Und da haben wir halt den ganzen Tag oft nur Tuben da. Ich habe auch das erste Mal quasi einen Zwarer an probiert. Wirklich clean habe ich nicht hingekriegt. Aber das habe ich einmal gemacht. Und dann hat es daheim wieder geschneit im Dezember. Da habe ich einen Dreier Safety Grab, einen recht schönen. Also ich weiß nicht, ob man es am Video so gut sieht, aber er hat sich halt voll cool angefühlt. Habe ich einen Dreier Safety Grab gemacht. Und dann habe ich mir im Dezember einmal komplett neue Ski gekauft. Das habe ich mein ganzes Leben noch nie gehabt. Also, wir haben immer gebrauchte Sachen gekauft, weil meistens, weil es sich einfach nicht ausgezahlt hat, weil wir immer rausgewachsen sind. Oder jetzt zum Schluss auch schon immer, weil ich die Sachen einfach hinmache und da nichts Neues brauche. Und jetzt habe ich mir das erste Mal Powder-Ski gekauft, also die Ben Chetler 100 mm Mittelbreiten. Und da waren wir auf das erste Mal powdern gleich mit denen. Und da habe ich auch meinen ersten Backflip für die Saison, den ersten und den letzten. Der hat auch nicht unbedingt so gut ausgeschaut, aber es war immerhin voll der coole Powder. Dann haben wir für heuer die erste Chance beim Loresser gebaut, also die Gap beim Loresser, wo ich voriges Jahr über den Traktor gesprungen bin. Da bin ich ein, zwei, ich weiß nicht, vielleicht mehr war, ein paar Sprünge bin ich halt runtergehupft und habe mir die ganze Sache mal angeschaut, wie es heuer tut. Und dann habe ich das allergrößte Highlight für meinen Winter quasi erreicht, dass ich beim Loresser einen Dreier drüber gemacht habe. Und das war schon so eigentlich vom ganzen Winter her das größte Highlight, weil es einfach ein riesen Gap ist. Ich werde euch jetzt auch einen Clip einblenden. Da stelle ich hin und dann sehen wir, wenn ihr das Ausmaß anschauen könnt. Ich bin 1,80 groß und das ist die komplette Gap. Ihr könnt die Clips sehen. Und da habe ich jedenfalls einen Dreier drüber gemacht. Das war das erste Mal, glaube ich, hat es mich noch ein wenig reingetraut, aber es ist eigentlich überraschend gut gegangen. Und dann würde ich sagen, genießt so einfach nur die Clips. Das erste Mal die Rail da in Betrieb genommen. Da gibt es also einen Clip, wo ich mit den Skischuhen zuerst aufgesprungen bin und dann einen 270 runter gemacht habe.
Und dann haben wir da eine Holzkonstruktion gebaut, in etwa da oder so, dass man nur minimal Schnee herdarmieren und trotzdem auf die Rail aufhüpfen kann. Und dann habe ich im Dezember, also ich glaube eher zum Schluss schon, also nach Weihnachten, habe ich im Dezember haben wir daheim ins Railen angefangen. Dann ist es weitergegangen im Jänner. Da waren wir ein Skicamp in Flachau und Flachau-Wünchi. Und da sind wir auf die letzten Tage am Absolutpark gefahren, also Flachau-Wünchi um mich. Und da war ich so hyped, dass ich direkt beim ersten Sprung, man denkt, ob jetzt fett sich voll aussieht. Ich habe so gestürzt, dass ich mein Bewusstsein verloren habe. Eine halbe Stunde von meinem Leben kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ich bin oft quasi so aufgewacht, bin ich unten wieder beim Chillhaus. Und dann habe ich dreimal gefragt, was passiert ist. Und dann haben sie mich halt in so einer Privatklinik in Altenmarkt haben sie mich schnell geführt, die Rettung. Es war auf der gleich eine leichte Gehirnerschütterung. Ich habe nur ein wenig einen Schock gehabt, weil ich mich halt nicht mehr erinnern habe können. Da habe ich auch das erste Mal einen Switch 3er, also nicht wirklich ganz schön, aber für mich ist es schon so ein gewisses Achievement. Und dann ist es weitergegangen, Park fahren auf der Planei Superpark. Da gibt es einen Clip von 5er. Und dann haben wir auch in der Nacht railen da und sind gesprungen und da haben wir aufgestockt in unserer Belichtung. Und zwar haben wir uns drei so Stroller, so 300 Watt Stroller geholt, dass das Ganze einmal gescheit beleuchtet worden ist. Und dann haben wir in der Nacht railen da. Da habe ich auch fest einmal Backslide probiert. Hab mir auch fast geschafft und dann ist die Kanten von meinem Ski aufgegangen irgendwie. Und die Head-Ski, die ich damals benutzt habe, die sind halt oft einfach hingefahren. Und dann waren wir in Jena auch nochmal Park. Da habe ich einen Sima gestanden. Also die Sima habe ich jetzt schon ziemlich safe drauf, würde ich sagen. Auf die Kicker halt. Und da habe ich auch so ein kleines Edit gemacht und habe auch Backslide einmal fast gestanden, nur um jetzt auf den Ski auszuholen. Im Februar habe ich auf die Lumix, die Panasonic Lumix S1, die Kamera, die das jetzt filmt, gekauft. Und mit der haben wir oft auch Videos aufgenommen. Ich glaube einmal in der Nacht, da sieht man recht gut die Funken, die bei der Rail immer da reingängen. Das schaut ganz cool aus. Und am Tag haben wir auch einmal ein Video gemacht, da sieht man auch jeden einzelnen Tropfen, der runterfliegt. Also am Anfang war ich ziemlich beeindruckt von der Kamera. Dann habe ich auch einen 10er versucht, die Geschichte kennt ihr eh schon, also zuerst wollte ich eigentlich einen 9er probieren. Und da habe ich dann gedacht, ja, wenn ich einen 10er mache, ist Forward-Landen leichter. Das ist mir oft nicht ausgegangen, ich glaube 3 oder 4 Mal habe ich das probiert und dann war ich einfach so fertig, weil wenn du 3 so richtige Bails hast, dann scherzt ja einfach nicht mehr. Und an dem Tag hat der Dave auch einen Flatspin Japan Grab geschafft. Also Flatspin hat er mehr oder weniger schon drauf gehabt, aber jetzt hat er mit Japan Grab auch noch geschafft. Das schaut ganz cool aus. Dann haben wir im Februar unseren letzten Railtalk gehabt. Das war so, dass mich der Fuchsi nach der Schule angerufen hat. Es hat ziemlich viel geschneit gehabt und wir haben gewusst, dass der Schnee gleich mal wieder weggehen wird. Also habe ich schnell einen Railkicker, einen gescheiten hingebaut. Und dann haben wir eine Rail-Session gehabt. Da habe ich auch das erste Mal einen Front-Two-Off geschafft und einen Lip-On. Das war eine recht coole Rail-Session. Da gibt es eh ein paar Clips. Dann kommen wir auch schon im März zum Saisonende. Wie Sie alle wisst, sind die Skigebiete alle früher geschlossen worden wegen dem Coronavirus. Und da haben wir, glaube ich, am 14. März haben wir unseren letzten Skitag gehabt. Und am nächsten Tag haben wir auf die Skigebiete zugesperrt. Das ist schon ein wenig traurig, finde ich, für die Saison. Aber ich verstehe es auch, dass man da die Skigebiete zumacht, weil sich das Virus halt schnell ausbreitet. Thank you.
Großen und Ganzen kann man sagen, dass eigentlich, ja, es war ein wenig eine kurze Saison. Die Sachen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, habe ich auch nicht alle geschafft. Also ich wollte zum Beispiel einen Switch 5er, Switch 3er Safe lernen. Und ich wollte auch einen 3er beim Lorisser über einen Traktor machen, ist ja auch nicht ausgegangen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon zufrieden sein, dass wir wenigstens die Clips jetzt haben. Ich habe mich auch gefreut, dass es mit der Kamera noch ausgegangen ist heuer. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und danke fürs Zuschauen. Für dich.